Ich bin sicher, ich habe, was Bleibt ihr hier. Braucht. Wohl irgendwo da hinten. Ihr habt jemanden sehr verärgert und er bestellt euch die besten Grüße. Nichts über eine gute Hinrichtung. So, das war also immer wieder ab, damit war ja unser Bekanntheitsgrad ein bisschen weiter unten ist. Nein, möchte ich nicht. Komm, zieh dich hoch. Ezio. Uns hier, sage ich mal, wieder einen kleinen Überblick zu verschaffen. Ach verdammt, sie hätten sogar da drüben hochgehen können. Das ist dann natürlich mal richtig fail. Hier kann ich nicht synchronisieren. Schade. Ja. Ich glaube, wenn wir hier runterfahren, kommt jedenfalls kein Postbote mehr. Mann, Ezio. Du sollst doch oben einfach nur den... Aussichtsturm da mal für uns freilegen. Mehr möchte ich doch gar nicht von dir. So grafisch und quasi, sag mal so, die ganze altertümliche Sache, die sieht schon echt cool aus. Das haben sie in Assassin's Creed 2 auch sehr gut hinbekommen. Oh, da haben wir wieder eine Kiste. Plündern, 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 plündern.
Na, kann auch ja was plündern. Ezio, euer Onkel wird angegriffen und braucht Hilfe. Geht zu ihm. Wo ist denn mein Onkel? Alter. Geht der ja richtig los. Du bist auch beim Teufel gelandet. Na komm schon. Oh, ich habe gerade meinen eigenen Mann umgebracht. Okay, ich soll Vieri finden. Suchen wir mal Vieri. Verehrte Kunden, ihr wisst, ich habe nur das Beste. Ihr wisst, dass ich nur ehrenhaft handle. Wenn ihr nicht mit eurem Einkauf zufrieden seid, biete ich einen Umtausch für jedes andere Werk. Unter ein paar geringfügigen Bedingungen, versteht sich. Torre del Dialovo. Dialovo, genau. Schaut euch mal diesen Mond an. Sieht richtig cool aus. So. Komm. Kletter, 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 kletter. Was ist das denn? Was ist das für ein Auge? Karte aktualisiert. So, wo ist dieser komische Keen Apple? Ja, ich hab doch interagiert. Was soll denn das? Ich will doch nicht zweimal gleichzeitig interagieren. Das bringt doch nichts. Ich meine, mehr deckt man euch ja auch nicht frei. Wollen wir uns einfach fallen lassen. Und ganz ehrlich, gefällt mir diese Aufgabe. Hey! Empfangt eure gerechte Belohnung, Hunde! Vela merita! So. Vieri, dir knipse ich jetzt das Licht aus. Wenn ich weiß, wo du bist. Also beschlossen. Vieri, ihr bleibt hier, um die Söldner zu führen. Francesco organisiert unsere Truppen in der Stadt und sagt Bescheid, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Jacopo, eure Aufgabe ist es, die Bürger nach der Tat zu beruhigen. Und dieser Trinker Mario. Er macht ständig Ärger und ich befürchte, dass er herausfinden könnte, was wir planen. Er hat immer Ärger gemacht.
Genau wie sein elender Bastard von Bruder. Dann lasst sie mich zusammenführen, Vater. Es wird noch Zeit genug geben, den Müll zu beseitigen, wenn wir fertig sind. Nun, gibt es sonst noch was? Muy bien. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Kommandante! Kommandante! Was? Mario Auditore ist in die Stadt eingedrungen und er sucht nach euch. Dann lassen wir ihn nicht warten. Ich lasse dich auch nicht warten, du Arsch. Du wirst jetzt sterben. Wo ist der Mongo? So, der ist tot. Der ist auch tot. Und der hat bestimmt Angst, dass er jetzt auch gleich sterben wird. Zack. Fürchte dich, Ezio. Dein Tod wird schnell kommen. Jelly, dann sind gleich nur noch du Dichter. So, Jelly. Komm her, Veri. Halt! Okay. Mann. Nee, der ist aber echt schnell tot gewesen. Alter, das war mal ein fetter Trickshot. Oder Trickslang. Was planst du mit deinen Verbündeten? Ist es das, was mein Vater entdeckte? Wurde er deshalb getötet? Entschuldige. Hoffst du etwa auf ein Geständnis? Du Drecksschwein! Du sollst in der verdammten Gosse verrotten, du Hund! Wenn du nur noch mehr gelitten hättest! Ich hoffe, du... Genug, Ezio. Ein wenig Respekt. Respekt? Nach allem, was passierte? Glaubt ihr, er hätte einem von uns Respekt entgegengebracht? Du bist nicht Vieri. Werde auch nicht so. Möge der Tod dir den gewünschten Frieden bringen. Requiescat in pace. Nimm dies. Lies es, wenn du Zeit hast. Wir sind hier jetzt fertig. Kehren wir zur Villa zurück.